Hallöchen! Wie bei jedem MMORPG schreitet natürlich pro Update immer wieder die Skillung und so weiter voran. Und natürlich gibt es auch in Neverwinter weitere neue Builds. Und ich möchte euch heute die neue Variante meines ACDCs vorstellen. So, und dann fangen wir gleich direkt an mit den Talenten. Was sich geändert hat im Gegensatz zum alten Build, den wir hier uns nochmal anschauen können. Der alte Build hat halt noch ein bisschen Heilung dazu, dadurch, dass er im oberen Pfad ist. Und der neue geht jetzt nur auf den unteren, also nicht nur auf den unteren, aber stärker auf den unteren, da er dadurch mehr Buff erhalten, also weitergeben kann. Vor allem ist es sinnvoll, wenn man der einzige DC ist, da der DO im Normalfall, nicht jeder DO spielt gleich, aber im Normalfall hat der DO den untersten Pfad. Und wenn der den untersten Pfad hat, ist es nicht unbedingt notwendig, dass der AC den auch hat, aber man weiß ja nie, wie die anderen geskillt sind. Vor allem wichtig bei den Talenten sind Waffen des Lichts. Die Kraft von Verbündeten im Umkreis von 30 Fuß wird an um 10% eurer eigenen Kraft erhöht. Und natürlich die alte Abwehr, dass die gesalbte Armeestärke ist. Und hier oben, dass die Kräfte, die fortwährende Heilung auslösen, gewähren dem Ziel im Verlauf von 5 Sekunden 5% seiner Aktionspunkte. Und zu guter Letzt, Schlachteifer, die Kraft von Verbündeten, die von euren Schlachtsägen profitieren, wird nun um 15% eurer eigenen Kraft erhöht. Das ist extrem wichtig, weil wir wollen ja Kraft weitergeben. Und auf das baut auch mein ganzer Bild auf die maximale Kraftweitergabe. Und bei den Sägen bin ich überall, wo ich es gemacht habe, natürlich auf Kraft gegangen, soweit wie es ging. Die könnt ihr euch abfotografieren oder einfach so kopieren. Beziehungsweise wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Sägen habt, wie immer könnt ihr mich in den Kommentaren fragen. Die letzten zwei habe ich noch nicht. Beim Gefährten, ich habe den Luftarchon einfach nur aus Geldgründen, weil ich mir den Tiger, der mir persönlich am besten gefallen würde, als Haupt-, also als gerufenen Gefährten, nicht unbedingt leisten kann für den Kleriker, bin ich trotzdem beim Luftarchon. Die anderen Gefährten habe ich schon ausgetauscht mit überall Kraft, weil, wie ich vorher erwähnt, ich will ja Maximum an Kraft buffen. Dieser hier hat 300 Kraft, das ist der Schläger der Drachengeborenen. Dann der Söldner hat auch 300 Kraft. Dann die Plünderin der Drachengeborenen hat auch 300 Kraft. Und der Geist hat 400 Kraft. Beim Reittier habe ich noch das kleine Wort mit 2000 Kraft, da ich mir auch kein legendäres Reittier leisten kann. Wenn ich mir eins leisten könnte, würde ich natürlich eins nehmen mit 4000 Kraft. Bei den Reittier-Insignien-Worten habe ich das Kameradschaft des Beschützers. Jedes Mal, wenn euer gerufener Gefährte angreift, erhaltet ihr für 10 Sekunden 3% eurer Kraft und Verteidigung. Dieser Effekt ist bis zu 4-mal stapelbar. Und Hingabe des Schäfers. Jedes Mal, wenn ihr eine tägliche Kraft einsetzt, wird die Verteidigung, die Robustheit und Bewegung eurer Gruppenmitglieder für 10 Sekunden um 5% eurer Kraft erhöht. Das bringt der Gruppe was, deswegen habe ich das auch drin. Und die anderen drei sind Pakt des Assassinen. Das geht dann insgesamt auf 15% hoch, wenn man drei Stück drin hat. Wenn man nur eins drin hat, ist es bei 10%, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Aber wie gesagt, ich will den Maximum an Kraftbuff rausholen, den ich rausholen kann. Und der Pakt des Assassinen zählt auch zu der Kraft, die man weitergeben kann. So, gehen wir zu den Kräften. Ich nutze im Normalfall bei einer normalen Tongruppe immer die Schmiedermeisterflamme, außer natürlich, wenn der andere Kleriker sagt, er will sie nicht benutzen, dann benutze ich Kampfeswillenbrechen. Aber im Normalfall einfach Schmiedermeisterflamme, da Schmiedermeisterflamme den Vorteil hat, wenn du es verstärkst. Verstärken heißt, man hat hier die 3 aufgeladen. Und dann, wenn man auf Tab drückt, und ich benutze dafür immer göttliches Leuchten. Das nennt sich dann um ein brillantes göttliches Leuchten. Das setze ich dann 3-mal auf den Gegner.
beziehungsweise auch den Verbündeten, direkt drauf die Schmiedemeisterflamme und dann die Exhalation. Und die Exhalation sollte direkt nach der Schmiedemeisterflamme sein. Wenn man da schnell genug ist, kann man es erreichen, dass beide verstärkt sind. Was natürlich einen enormen Damage-Unterschied macht, weil das sehr viel Buff ist. Die Verstärkung kann man aufladen, indem man einfach die frei verfügbaren Kräfte benutzt. Man sollte immer schauen, dass wenn man irgendwas verstärkt, dass man es mit drei Verstärkungen macht, was ja ziemlich schnell geht eigentlich, wenn man hier jetzt mir zusieht. Ich habe ja das voll, jetzt entleere ich es nochmal. Zack, zack. Und wieder auffüllen. Das sind einfach dreimal meine frei verfügbaren und es ist wieder voll. Dann schauen wir weiter. Als tägliche Kräfte habe ich natürlich die gesalbte Armee. Die benutze ich grundsätzlich immer. Immer wenn sie bereit ist, setze ich sie ein. Die beschützt meine Gruppe bis zu einem gewissen Teil und natürlich, was den meisten das Wichtigste ist, es gibt einen schönen Kraftbuff. Die zweite tägliche ist der geweihte Boden. Wenn ich als einziger Kleriker in Tong oder so sein sollte, benutze ich den geweihten Boden auch immer wieder zwischendurch, da grundsätzlich der geweihte Boden mehr Damage ergibt für die Gruppe, weil ich ja mit meinem Schlachtsegen, der frei verfügbaren Kraft hier unten, auch Kraft buffen kann. Wenn ich die jetzt mal so einfach nur so ein bisschen einsetze, schauen wir gleich nach, auf wie viel Kraft ich komme, nur durch den Schlachtsegen, ohne meiner täglichen Kraft. So, ich denke, das sollte reichen. Bin ich schon mal bei 114.000 Kraft. Ist ein bisschen wenig. So, jetzt braucht es erst 130.000 Kraft. Und das, wenn ich jetzt noch ein Paladin in der Gruppe hätte, wären das 150, 160, 170.000 Kraft schon mal. Dann, wenn man wieder rüber geht, die zweite frei verfügbare Kraft ist Astralsiegel, das, falls du mal zu laufen solltest, dass wirklich Heilung benötigt wird beim Boss, kannst du Astralsiegel benutzen, weil das jeder, der den Boss haut, dann Heilung erhält. Aber im Normalfall, wenn ich meine Bubble schmeiße, Bubble ist die Kurzform für die gesalbte Armee, reicht es komplett aus an Heilung. Ich brauche sonst gar keine Heilung überhaupt. Dann die Klassenmerkmale. Ich benutze immer, die tausche ich auch nie aus, heilige Inbrunst und beschleunigendes Licht. Beschleunigendes Licht, um die Cooldowns von meiner Gruppe zu reduzieren. Und heilige Inbrunst, um meine tägliche schneller voll zu bekommen. Hinzu kommt, dass man bei der Nebenhand auch ein Klassenmerkmal fest einstellen kann, das beschleunigendes Licht, in dem Sinne, dass 5% plus Aktionspunkte im Verlauf von 15 Sekunden für alle Verbündeten durch beschleunigendes Licht entsteht. Und das ist sehr praktisch auch für die Gruppenmitglieder. So. Jetzt stehen wir gerade hier noch so rum. Jetzt zeige ich nochmal, wie ich hier normal angreife. In dem Sinne, wenn jetzt hier vorne eine Mob-Gruppe ist, würde ich mit der Gruppe reinspringen, die tägliche zünden, in den Tab-Modus dreimal die Göttlichkeit ausnutzen, dann Schmiedemeisterflamme, Exhalation auf den Mitspieler und dann wieder weiterfeuern mit der frei verfügbaren Schlachtsegen, tägliche und wieder dasselbe. So, und jetzt die meisten wissen nicht ganz, denke ich mal, wie man die Exhalation richtig spielt. Viele haben sich die Exhalation vielleicht schon mal durchgelesen, dass sie den Verbündeten heilt und den verursachten Schaden um bis zu 30% erhöht und den eingehenden Schaden um bis zu 6% verringert. Und von dem her ziemlich gut ist. Aber Exhalation geht auf irgendjemanden, den man gerade anvisiert.
also auf einen Spieler, den man anvisiert. Und man kann das ganz einfach binden. Binden heißt, man gibt einen Tastenbefehl in den Chat ein. Wie ihr vielleicht seht, unten bei meiner Exkalation steht da RB. Und nicht so wie normalerweise E. Ich benutze es auch mit der E-Taste. Aber durch den Tastenbefehl entsteht dann das RB. Ihr könnt durch den Tastenbefehl, den ich jetzt hier einblenden lasse, die Attacke auf einen Gegner binden, indem ihr einfach dort, wo Target's Name steht, in dem Bereich dazwischen den Namen vom Spieler einfügt. Sollte der Spieler ein Sonderzeichen in seinem Namen haben, müsst ihr den Namen aus dem Chat kopieren. Im Spiel-Chat könnt ihr ganz einfach einen Namen kopieren, indem ihr ihn markiert. Ihr braucht nicht STRG C drücken zum Kopieren, ihr braucht ihn nur markieren im Spiel. Und dann in den Befehl einfügen. Am besten speichert ihr euch den Befehl irgendwo hin, wo ihr ihn immer öffnen könnt am Computer. Und dass ihr ihn immer schnell drauf zugreifen könnt. Jetzt hoffen wir mal, dass Sokari hier stehen bleibt. Dann zeige ich das einmal vor. Ich suche mir jetzt den Befehl raus. Der ist bei mir am Desktop gespeichert. Ich gebe ihn unten ein. Und schreibe statt Target's Name Sokari hinein. Jetzt, wenn ich mich wegdrücke, dreht sich der automatisch zu Sokari hin und bindet, also ist in dem Sinne auf sie gebindet. Und jetzt noch zum Rest von dem Text. Falls sich viele fragen, warum steht da ein E ganz am Anfang? Beziehungsweise hinten dann Power Tray Access 3. Das ist relativ einfach erklärt, damit ihr auch die, wenn ihr auf Q oder auf R oder auf irgendeiner anderen Taste dies benutzen wollt, könnt ihr einfach statt bei Bind E, das heißt in dem Sinne binden auf E, Bind E, könnt ihr statt E die andere Taste schreiben. Und ihr seht ja unten sind ja drei Begegnungskräfte und eine Tab-Taste. Und die Power Tray Access 3 beschreibt die zweite Begegnungskraft bei Klerikern. Power Tray Access 1 wäre die Tab-Taste. 2 ist die Q-Taste, 3 ist die E-Taste und 4 ist die R-Taste. Ja, und jetzt habe ich vorher nur meine Kraft R gezeigt mit dem Schlachtsegen. Jetzt schauen wir mal, auf wie viel Kraft ich komme mit der vollen Rotation. Übrigens, den Tastenbefehl könnt ihr loswerden, indem ihr einfach wie eingeblendet slash unbind e schreibt in den Chat. Oder halt die Taste, auf die ihr es gebindet habt. So, und jetzt schauen wir mal nach, auf wie viel Kraft wir kommen können. Ohne irgendeinen Zusatz von Gruppe oder mithilfe einer Gruppe. Sind wir schon mal gespannt. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt selber nicht. Und damit ihr denkt euch sicher immer, wenn ihr alleine irgendwann einer Puppe euch mit der Kraft hochbuffen wollt, ist es weniger als wir in der Gruppe im Endeffekt habt. Das ist richtig, weil es kommen noch ca. 10.000 Kraft vom Deodicy, also vom Devoted Cleric dazu. Und je nachdem wie viel Kraft der Paladin hat, der Kraftwert, den der Paladin wirklich oben hat. In dem Sinne, die meisten mit denen ich laufe, haben 50.000, 40.000 Kraft. Ergo bekomme ich von denen 50.000, 40.000 Kraft noch dazu. Und da sieht man, ich komme auf 205.000 Kraft von selber. Ergo mit einer Gruppe lernt es. 50.000 plus mit einem Paladin, 255.000, noch einen Kleriker dazu, 260.000. Wenn der Paladin natürlich besser ist als der Normalfall, so wie mein Kleriker in der Kraft und vielleicht auch noch nicht so schlechter DO und je nachdem,
wenn es ganz ideal läuft, noch ein SW oder ein CW dabei, kommt man locker auf 280.000, 290.000 Kraft. Es hängt in dem Sinne eigentlich von der Gruppenzusammenstellung ab. So. Ich werde den ganzen Tag, das ist ganz normal, wenn man auf dem Kleriker läuft, gefragt, ob ich mitlaufe in irgendwelchen Dungeons. Ich werde jetzt einfach mal ja sagen und hiermit auch das Video beenden, nachdem ich die Ausrüstung geklärt habe noch. Die meisten Kleriker benutzen, so wie ich auch, oft das Siegel des Klerikers. Ich habe mir nur neuestens jetzt auch noch die Talisman der Schlange angeschafft. Die bringt nochmal ein 16% Debuff auf den Gegner, somit dass der Damage Dealer 16% mehr Damage machen kann. Dann habe ich noch das Siegel des Wachsamens, da es 1000 Erholung und 1000 Kraft hat. Dann Symbol des Feuers, auch 1000 Kraft, 600 Erholung. Und Symbol der Luft, 1000 Kraft und 1000 Erholung. Und weil ich den Charakter als Nebencharakter spiele, habe ich für Hüfte und Hals die neuen Atrop Hals Essence Sets Teile, da die 1400 Kraft bzw. 1400 Kraft haben und somit ich den Maximum Kraftwert erreichen kann, ohne dass ich extrem viel Geld ausgeben muss. Bei den Waffen habe ich die urzeitliche Waffen, aber man kann auch ganz gut die anderen Waffen benutzen. Man kann auch gut die anderen Waffen benutzen. Dann weiters habe ich noch den Ring des Grabschlechters. Den sollte man, wenn man den plus 5er hat, auch in dem anderen Ringslot haben. Zweimal den Grabschlechter macht keinen Sinn. Aber die Kraft, die man durch den Effekt von Grabschlechter bekommt, dass wenn man über 85% der Trefferpunkte hat, die wird weitergegeben. Oh, die schreiben gerade, dass ich den einen da exhalieren muss. Was mache ich dann auch mal? So. Und ich denke mal, achso, und was ich fast vergessen hätte, die Attributwerte. Ich bin voll auf Weisheit und Charisma gegangen mit 28 und 28. Damit solltet ihr alles wissen, was ihr wissen müsst zum Kleriker. Und was ich auch fast vergessen hätte, ich habe einen Gefährten so viel Erholung und Verteidigung und Robustheit wie nur möglich, da die Kraft, die ich auf meinen Gefährten selber habe, nicht weitergegeben werden kann, schaue ich durch meinen Gefährten, dass ich so viel Erholung wie nur irgend möglich bekommen kann, und auf dem Charakter selber habe ich überall in den Angriffsplätzen Lichtverzauberungen und in den Verteidigungsplätzen silberne oder azur oder grausame, damit ich nochmal meine Kraft ein bisschen höher bekommen kann durch das Insignienwort. So, jetzt schalte ich dann direkt nochmal ein bei dem Tongan, den ich jetzt direkt nach dem Drehen von dem Video laufe. Und ich denke mal, hier könnt ihr ganz gut sehen, inwieweit ich meine Rotation mache. Und die Gruppenaufstellung, falls euch das interessiert. Wir haben einen 17k Buff GF, einen 17k Buff OP, einen 15.8 DD, einen 15.9 DO und mich als DC, AC. Und schauen wir mal, wie schnell wir den zweiten Boss legen können. Und achtet einfach mal auf die Attacken, die ich benutze, wie, wo und wann. Dann seid ihr ganz gut dabei. Natürlich am Anfang direkt schon mal die tägliche, um so schnell wie möglich die Buff von der Exhalation auf den Damage Healer bringen. Dann natürlich auch das Debuff-Artefakt nicht vergessen. Und wieder die 3 Stacks
drauf auf den Boss. Dann geht der Boss auch meistens relativ schön runter. Ja, das macht man halt die ganze Zeit, bis der Boss tot ist. So wie jetzt. Und wie ihr vorher schon vielleicht im Gearske sogar gesehen habt, der DD hat gerade mal 15,8. Und es gibt ja viele im Chat, die nach 18k DD und so weiter suchen. Braucht man es nicht. Wenn die Leute wissen, wie man bufft, wie man spielt, geht es rundum flott. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wie viel Kraft wir gekommen sind beim Boss. Ich kann mal ja beim Endboss mal nachschauen. Nehme ich den einfach auch noch zusätzlich auf. Ja, was machen denn die da hinten? Die Zwerge hier sind außerdem voll toll. Wenn die nämlich keiner angreifen würde, greifen die auch nicht zurück an. Es gibt immer wieder Spezialisten, die meinen, sie müssen sie angreifen. Aber ist gut, dadurch kriege ich meine Göttlichkeit noch voll. Jetzt habe ich wieder meine drei Stapel. So, dann geht es hier schön direkt in den Boss rein. Dann schauen wir mal, wie schnell der liegen wird. Video kann man überspringen. Und sollte man auch, aber ich denke mal, die meisten, die Tong laufen, wissen, dass man das kann. So. Seht, ich habe wieder die drei Stacks. Die drei Stacks sind raus. Wieder voll Buff aufstehen. Tägliche raus. Und wieder versuchen, die drei Stacks aufzubauen. Das ist im Prinzip alles, was man machen muss. Als AC diesen. Und die meisten machen sich noch Angst, dass die Heilung und so weiter nicht ausreicht und die Protection. Wie ihr sehen könnt, ich habe keinen einzigen Heilskill drin, der andere Kleriker auch nicht. Der Pala ist Tank und der GF ist Tank. Und selbst wenn wir jetzt statt einen von den Tanks auch noch einen zweiten Damage-Dealer drin hätten, würde keiner umkippen. Da die grundsätzlichen Buffs von den Klassen, beziehungsweise die Bubble vom Kleriker, also die gesamte Armee, mehr als ausreichend ist als Schutzfaktor für solche Gruppen. Wie ihr seht, sind wir jetzt schon mal fertig. Und können dann gleich looten. Und vielleicht ist manchen noch nicht aufgefallen. Hier seht ihr so ein Gesicht am Boden. Und er haut immer in Richtung Hörner ab. Sprich, wenn er abhaut, einfach beim Bart immer stehen. Das könnt ihr euch merken. Ist relativ praktisch. Schauen wir mal, was wir in den Kisten drin haben. Einmal nichts. Und ein zweites Mal nichts. Nicht vergessen, die Kiste in der Mitte. Wenn ich ran darf. Und da ist auch nichts. So,